Herzlich willkommen auf der Karte noch wieder Marsch. Wir werden gleich mal Feld 14 kaufen, wenn das Geld reicht. Jups, rauft, reicht, rauf, reicht. Wir sind noch ein Stückchen Land reicher. Wir werden gleich dort mit der Aussaat beginnen. Mal schauen, was wir gleich nehmen. Am besten hier, denk mal Weizen oder sowas. Dazu schnappen wir einen Traktor. Schauen wir mal, einer rumsteht hier. Wir haben heute Sauwetter. Nicht lange suchen. Traktor ist. Den können wir nehmen. Weil den Hänger können wir hier stehen lassen mit Stroh. Wenn wir wieder brauchen. Wir werden mal gleich die Sämaschine nehmen. Temperatur passt. Mal sehen, ob er mit dem Wetter auch klarkommt. Dass der Acker nicht so nass ist. Gras nicht. Wir beginnen mit Weizen. Ich habe Weizen gesagt. Ach, jetzt Weizen. Mohn. Weizen. Aber wir werden mal den Arm schön auffüllen, damit wir keine böse Überraschung kriegen. Das heißt, wenn ich plötzlich leer ist, nur weil ein bisschen fehlt. Sollte nicht so viel fehlen. Hauptsache muss nicht geflügt werden. Dann müssen wir mal gucken. Wenn wir flügen müssen, ist das ein, naja, abgeerntet ist richtig. Bodenbeschaffenheit. Also geflügt werden muss nicht, aber es ist gut gedüngt. Da werden wir gleich mit der Aussaat beginnen. Temperatur passt. Was nicht passt, ist das Wetter. Und so ohne Wetter kann man noch nicht arbeiten. Bei Gelegenheit werden wir mal die Kalkpaletten aufräumen. Ich denke, man wird lange warten, bis wir dann fahren wir gleich Richtung. Ja. Maschine scheint ein bisschen zu leise sein. Das können wir ein bisschen ändern. So. Speichern. Zurück. Dauert ein bisschen, bis er wieder einschaltet. Ja, gut. Hoffen wir das Beste, dass es klappt. Wir werden mit das Kursplay machen. Zwei Runden werden wir fahren, Vorgewende. Oder auch drei. Wir werden mal drei nehmen. Dann kann er besser hoch und runter fahren. Wenn wir jetzt 15, 38, müsste dann vorne dunkel werden, fertig werden. Damit wir dann die Zeit überspringen können. So. 14. Keins. 3. Bisschen kleiner nehmen. Wir werden gleich die Zeit auf normal gehen, auf 1, dass wir ja nicht Überraschung erleben. Zurück. Ersten Punkt und Abfahrer einstellen. Wir laufen aktuell auf 5. Aber 5. Lange hat er hier vorgesehen, eine halbe Stunde. Realzeit. Realzeit. Ja, schauen wir mal, ne? Da sieht gut aus. Wir gehen gleich in den Busch und machen ein Holz.
Das dauert noch ein bisschen. So, hoffentlich haben wir nicht immer noch diese 11 Meter. Gut, haben wir. Meter wäre ein bisschen ungünstig. Werden wir näher noch ein Dings besorgen, einen Outroad-Anhänger. Dann werden wir gleich noch ein Sägewerk verkaufen. Wir brauchen ein bisschen Geld. Dann schalten wir auch wieder aufforsten. Aktuell habe ich keine andere Verwendung fürs Land hier. So, ein paar Meter Holz und dann geht er los mit. Ja. Über Nacht wird es hoffentlich trocken werden. Morgen früh. Da haben wir noch einen Baum. Die Birke wird er nicht nehmen. Wenn die Birke noch nehmen. Birke muss auch weg. Aber dann haben wir es, wird nicht funktionieren. Ja. Er quält sich. So, jetzt haben wir schon ein bisschen was geschafft. Gut, zu weit. Gewöhnungsbedürftig. Man hat nicht sehen kann, wie der Fahrzeug fährt. Zucker! Wir brauchen die Rüben, wa? Haben wir nicht. Das werden wir uns auch noch mal überlegen, ob wir irgendwann mal Wurzelfrüchte machen. Wie Rüben, Zwiebeln. Naja, mal sehen. In diesem Jahr bestimmt nicht. Diese kleinen Scheißer hier. Tja, überhaupt nicht rentabel. Oh, ich hab noch einen kleinen. Weil mir gedacht, dass nicht geht. Aber die Bäume bringen nichts, die müssen weg, weil die wachsen nicht mehr. Ja, so ein Sauwetter hier. Also ich habe noch nicht viel Regen im Marsch gehabt. Muss dazu sagen. Ist auch seitdem der Patch 1.4 ist, dann ist es anders geworden.
damit zusammenhängt, weiß ich nicht. Könnte sein. Brauchen viel Holz. Bisschen üben für die Matchmap. Da brauchen wir ein bisschen Holz. Mit Holz wird viel Geld verdient. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Folge Nummer 1 für den Samstag. Ganz im Grün den Baum nicht richtig stamm. Holz braucht das Land. Wie gesagt. Entschuldigung. Ein bisschen Holz machen hier und hier schön anpflanzen, damit noch die Zeit reicht. Ansonsten Schwerpunkt nachher Gras. Dann mal sehen, wenn wir später die Produktion hinkriegen. Also erstmal Silage und dann nachher Mischfutterfabrik. Das ist ganz wichtig, dass wir unsere Kühe versorgt kriegen. Noch habe ich ja alles da im Lager, aber das wird dann nicht ewig reichen. Ne? Da ist eine Luft. Achso, der Baum hier. Da stelle ich da mitten im Ast. Sind noch.
Am besten sind ja die großen Bäume, das ist immer Fakt. Mit denen kann man am meisten Geld verdienen. Aber wenn wir eher pflanzen müssen, also wir kriegen wir keine hier. Ups. Wenn wir noch Dings holen. Also die kleinen Dinger bringen keine Punkte. Aber was soll's. Eine Tanne. Ich bin gespannt, wie lange der Regen anhält. Sobald das andere Feld bestellt ist und es dunkel wird, wird geschlafen. Wir müssen die Zeit irgendwie dunkel kriegen. Im Dunkeln wollen wir nicht spielen, beziehungsweise arbeiten hier. Da sieht man ja nichts. Wenn ich nichts sehe, seht ihr auch nichts. Wie gesagt, ich arbeite nur, wenn das notwendig ist, weil sonst die Ernte ein Verlust wäre oder so. Also ich möchte schon Feld 14 fertig bestellen. Denke mal, das schaffen wir noch. Ups. Nicht mehr morgen. Das war zu hoch. Na, geht gerade so. Dann haben wir den Wald auch schon erledigt hier, ne? Ja. Der lohnt sich. Lang und dick, sag mal so. Oh, da rum. So, liebe Freunde und Anschlag, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, mal wiedersehen. Seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.